Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. So, wo sind wir hier? Ich zeige euch das. Wir sind hier oben beim großen Auftritt von Dektus, denn diese beiden Mondscheiben haben wir ja schon vor längerer Zeit mal entdeckt. Eigentlich hätte ich jetzt gerne die Rani-Quest fertig gemacht, und zwar hier. Aber der Typ hier unten, der ist mir einfach zu stark und ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit jetzt zu farmen. Deswegen dachte ich, machen wir den Tunnel erstmal und werden uns mit Rani später beschäftigen. So. Los geht's. Aber ich bin gespannt, was wir jetzt mit diesen beiden Mondhälften machen können, die wir haben. Medaillon heben. Ah, guck mal. Die wir auch durch Zufall nur gefunden haben, die beiden Scheiben, nur mal so nebenbei. Was auch keinen Hinweis darauf gibt, wo es überhaupt hingeht, ne? Das fand ich ein bisschen schräg. Dass man gesucht und gesucht hat, aber man nichts gefunden hat. Beziehungsweise keinen Hinweis gefunden hat, wo es die beiden gibt. Die haben durch Zufall in irgendwelchen komischen, ich glaube, das eine in der Burg, das andere in der Höhle gefunden. Ich weiß nicht genau. Aber könnt ihr euch in den alten Videos angucken. So, und das ist der Aufzug von Dektus. Oh, da hebt das ganze Ding hoch. Oh, wie cool ist das denn? Lecker Wasser. So. Mal sehen, wo wir landen. Das Pad vibriert. Das war auf jeden Fall mal eine neue... Oh. Schaut mir ganz geil aus hier. Hier gibt es bestimmt gleich ein Bonfire, also so ein Feuer bestimmt, wo wir reingehen können, damit wir nicht immer wieder diesen scheiß Fahrstuhl benutzen können. Glaube ich. Atlas-Plateau. Preisit Gefahr. Es sieht ziemlich cool aus hier oben, aber wir gucken mal, ob wir jetzt erstmal... Oh, okay, okay. Da sitzen zwei, die irgendwas bewachen hier. Guck mal, ob ich hier irgendwo so ein Leuchtfeuer finde. Da sind wir hier ein bisschen durch die Gegend. Die beiden großen Heinis da sollten wir, glaube ich, nicht verärgern. Die sehen sehr, sehr stark aus. Beziehungsweise zu zweit sind die ja so stärker als ich. Guck mal hier. Perfekt. Gerade eben noch das Leuchten gesehen. So, jetzt haben wir eine Gnade hier gefunden. Was wir jetzt hier machen sollen, weiß ich gar nicht. Aber es sieht schon wieder fantastisch geil aus hier. Ach, das ist herrlich. So, gehen wir uns auf die Karte. Er zeigt uns auf jeden Fall, dass wir diesen Weg gehen müssen. Seht ihr das? Dieses Feuerding da. Das heißt, den folgen wir auch. Weg. Genau. Atlas Plateau. Großer Aufzug. Haben wir auf jeden Fall einen Eingang. Jetzt lassen wir uns erstmal hier. Huch. Das ist erst. Nein, ich wollte da nicht hin. Ach, dumm. Das war ja dumm gerade. Da wollte ich gar nicht hin. Ich meine, ich wollte abbrechen. Egal, ist ja direkt hier. Was mich interessiert. Wir müssen erstmal die Karte finden hier. Ich wollte gucken, ob hier. Ab und zu kann man ja die Karten erkennen hier an diesem kleinen. Die Götterbrücke, da waren wir ja schon mal. Gucken, ob wir die Karte irgendwie aufdecken können. Ich sehe leider noch nichts, woran sie sein könnte. Wir folgen einfach mal der Straße. Gucken, ob ich hier runter kann. Hier sind auf jeden Fall Bäume. Geht auf jeden Fall runter, aber da wollen wir jetzt nicht hin. So, lass uns erstmal den Weg in die Straße folgen. Das ist ein Lager. Sollen wir mal gucken, wie stark die Gegner hier sind? Oh, das sind so krabbelnde Viecher irgendwie. Was ist das? Alter. Thank you.
Ich hasse ja fliegende Tiere, weil man die so schlecht runterbekommt. Drin sind auch irgendwelche Viecher. Dann fliegen noch mehr. Muss einfach das Teil hier holen. Steinpferd, Schwert, Schlüssel, mal gut. Frage, ob wir hier aufräumen sollen, ob uns das egal sein kann. Na komm. Hinten sind irgendwelche Wachtiere, ich weiß nicht. Hier habe ich meine Hunde verloren. Gut, warten wir erstmal weiter. Drin, drin. Wir müssen erstmal die Karte finden jetzt. Da ist noch ein Vor da unten. Da hinten reitet einer, der auch nicht so ungefährlich aussieht. Okay, die Karte zu finden wird nicht so leicht sein, glaube ich. Oder vielleicht doch. Reiter erstmal diese ganzen komischen Leute. Da ist noch ein Feuer, das nehmen wir mit. Sitzt einer. Da oben ist auch irgendwas Weißes. Okay. Nicht so stark. Da hinten ist so eine Saat, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Wow. Oh. Okay. Oh, den müssen wir unser Dings wiederholen. Hui. Der hat zugehauen. Probieren wir was anderes aus.
Ah, den muss ich wiederholen. Das sind ja 25.000 Stück gewesen. Ist ja schon fast wieder ein Level. Hier holen wir uns wieder. Nicht nur einer. Aber vielleicht kann ich den ja auch ein bisschen. Oh, da kommen noch irgendwelche Soldaten. Lass uns erstmal die Soldaten platt machen, dass die uns nicht in die Reihe kommen. Alter, wie flink der ist. Alter Schwede. Alter. Okay, aber da muss man auch auf einer Kampfart auch umbringen können. Also brauche ich ja Jahre, bis ich fertig bin mit denen. Ich möchte einen Loot da unten haben. Okay, lassen wir den mal in Ruhe. Suchen wir erstmal die Karte. Hier ist sie doch schon. Okay, das ist schon recht groß hier. Dann gehen wir erstmal, da reiten wir das mal alles ab hier. Gleich mal hier auf. Hier geht es irgendwo runter. Da gibt es so eine Brücke. Okay. Okay. Ja.
schönes Feuer. Fleisch. Ich dachte, hier wird vielleicht so ein. Ist das so ein Kaufmann? Weiß ich nicht. Hinten machen die irgendwelche komischen Geräusche. Hier mal zur kaputten Brücke. Da sind wir mal ein Feuer. Ort der Gnade sozusagen. Da runterspringen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ich glaube, da stirbt man sofort, oder? Oder was steht da? Sagt er. Ist das ein Befleckter? Wahrscheinlich Rumpf. Vielleicht könnte man da auf die Brückengeländer springen und runterkommen. Ich weiß es nicht. Es geht tatsächlich. Goldene Pfeile bekommen. Geht weiter runter. Gut, dass wir die Dings hinten genommen haben. Hört ihr so Husten und Keuchen die ganze Zeit? Da ist irgendwo ein Wagen im Graben. Was ist das denn? Garstiger Typ. Wow. Oh. Ah. Wow, wow, wow. Fieses Viech, fieses Viech. Wir hätten uns beinahe in den Wahnsinn getrieben. Sind die alle hier so? Wahrscheinlich, ne? Ich kann nichts aufmachen an dem Ding, ne? Hier laufen ganz viele von denen rum. Da hinten noch einer. Die goldene Sonnenblume. Okay, hier müssen wir auch gar nicht. Hin sollen. Bleibt mal da hoch. Also den Leuten muss man ein bisschen ausweichen. Man kann die bestimmt auch relativ zügig platt machen vielleicht, aber... Ich weiß es nicht.
Hätte man da auf die Brücke raufspringen können mit einem Supersprung? Vielleicht, ne? Kann man jetzt gar nicht testen. Also wir müssen auf jeden Fall da hoch, zeigt das Ding. Muss irgendwas hier oben sein. Kurz mal an den Wachen vorbei hier. Das ist eine alte Mühle. Aber ich glaube, mit der Person kann ich reden. Kann ich nicht mit reden. Ich kann nicht mit ihm reden. Was steht denn da? Vision hier von Licht, umso mehr es wird Licht. Okay, jetzt guck irgendwie dahin. Na, wir reiten mal weiter. Also wir können ja schon mal die ganzen Gnaden entgegennehmen, die wir hier so finden. Aus der Nachricht, okay. Wir haben alles Mögliche von denen bekommen. Wow. Da hinten ist mal eine fette Ratte, seht ihr die? Die ist einfach gigantisch groß. Ich frage, wo wir hin müssen. Netzwerkverbindung, die möglich zurück zum Titelmenü? Was? Warum? Das habe ich noch nie gehabt. Was ist da denn los? Spiel auch offline, ist mir doch egal. Ach, das wäre ja dumm, also da muss er nicht rausgehen. Dann kann er auch offline weiterspielen. Das ist doch behindert, oder nicht? Das ist ja bescheuert. Naja, was soll man machen? Gut, okay, dann fangen wir direkt wieder hier an, das ist natürlich gut. Ich kann gar nicht sehen, was du vorhast mit deinem Kopf. Sie fragt, was wir hier sollen. Was
denn hier bei diesen blöden Ratten, ne? Wo ich gar nicht hin wollte. Westliche Windmühlenweide. Sieht aber so alles idyllisch aus hier. Idyllisch. Ein Wort auf I. Da haben wir viele Ratten. Da sind hammer viele Ratten. Wow, da unten ist eine ganze Burg. Also wahrscheinlich hin. Nö. Bestimmt, irgendwas gibt es hier bestimmt aber. Vor Ratten immer so ein bisschen Respekt. Diese fette, eklige Ratte, ey. Fette, eklige Ratten. Vielleicht können wir die ganzen Ratten da oben auch platt machen. Dafür sollten wir aber ein bisschen mehr Mana haben, vielleicht. So. Ich brauche ihn nicht. Oh nein! Das war dumm von mir. Oh! Wenn ich erstmal beiße, dann bin ich aber auch hier. Riesenrattenasche, okay. Mehr Ratten sind hier gar nicht. Nicht rein, okay. Also die Mühle bringt hier gar nichts, so in dem Sinne. Anscheinend nicht. Gut. Dann sollen wir vielleicht zur östlichen Mühle reiten. Oder? Macht, glaube ich, Sinn. Die Mühle mal abzugasen. Es sind ja schon wieder so viele Leichen. Habe ich gerade eben alle platt gemacht. Machen die da? Östliches. Wollen wir tanzen? Oh, ich lösche dich doch mal aus. Das waren ganz schön viele Gegner hier. Nur so nebenbei.
Das war jetzt eine Sekte, würde ich behaupten, oder? Adlige Hose, adlige Dings. Ritter, Zwillingsschwerter. Da liegt da noch was drin? Nee. Okay, also richtig cooles habe ich hier auch nicht gefunden. Es gibt ja richtig viele Mühlen. Also die Mühle da hinten, dann gibt es da drüben auch noch Mühlen. Ich gehe mal hoch, wir gehen mal hier längs. Wo müssen wir jetzt hin? Also ich reite das in die Richtung, wo das Ding auch so ein bisschen hin zeigt. Also es zeigt ja hier hin, also müssen wir ungefähr hier hin. Noch ein Leuchtfeuer finden. Hier ist noch eine Mühle. Dorf, Wind, Mühlen, Weide. Okay. Entschuldigung. Kurz niesen hier. Okay. Oh, Mann, ey. Da komme ich besser weg, wenn ich einen Eisschlag die ganze Zeit mache. Krass. Müssen wir mal wiederholen, unsere Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, aber das war schon ein Batzen, oder? Tatsächlich war es auch ein ganz schön arschweiter Weg. Wenn wir hier mit durchkommen und an den kein Feuer gefunden, da Leuchtfeuer gefunden. Ne? Ich gewundert ein bisschen. Mal laufen wir hier längs, das war auch der Weg ungefähr, ne? Tatsächlich kann ich bis hier hochjumpen, natürlich ganz gut. So, jetzt müssen wir nochmal zu dieser blöden Mühle hin und unsere Sachen holen. Bei der Mühle waren wir gerade eben. Muss er denn da sein, ne? Man hört ja auch schon wieder gackern da drüben. Doch erstmal ein Leuchtfeuer finden hier oder irgendwas, wo wir, weil wir ganz schön weit geritten dafür, dass wir keins mehr gefunden haben.
sehe leider auch gar keins. Nicht mal so ein bisschen in der Nähe irgendwie, dass irgendwas leuchtet. Bist du doch hier irgendwo was? Bevor wir die jetzt hier weiter. Gucken wir erstmal, ob wir irgendwo ein Lagerfeuer finden. Hier muss ja irgendwo eins sein. Das ist ja. Das letzte ist ja schon ein ganzes Stückchen weg. Ich sehe da gar nichts leuchten, irgendwie. Da unten sehen wir ein anderes Teil. Schutz des Erdenbaums. Trotzdem kein Bonfire hier. Das ist auch die erste Mühle, die nicht bewacht ist hier. Was mich wundert. Da unten sind wir ein Typ. Kann gar nicht sein, dass sie nicht bewacht ist. Irgendwas passiert doch gleich hier. Ich sehe hier nichts Goldenes. Das ist irgendwie komisch. Man fühlt sich immer so ein bisschen ruhiger, wenn man weiß, dass in der Nähe so ein Feuer, also man ist in der Nähe von so einem Feuer, und so einen ellenlangen Weg laufen. So fühlt man sich irgendwie sicherer, ne? Totaler Schwachsinn, ich weiß. Aber irgendwie. Wir müssen erstmal ein Dings finden, ein Feuer. Das muss hier irgendwo sein. Durchforsten wir alles hier. Huch, da sind Wölfe. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Da, okay. Kommt das erstmal entgegen hier. Und rasten auch gleich, dann können wir gleich nochmal ein bisschen. Aufsteigen. Ne, können wir gar nicht, uns fehlt noch ein bisschen was, aber ich glaube wir haben hier momentan was. Aber so klein. Das reicht natürlich nicht. Weiß nicht, wie viel das waren. Könnte das reichen? Guck nochmal. Es fehlen noch 100 Punkte. So. Jetzt können wir einen höher gehen. Kondition.
Stärke. Schon hier sind. Ganz kurz mal aus, ich will einmal gucken. Okay, das geht ordentlich runter. Das ist nicht so geile Sachen, ne? Wir haben da. So stark, Alter. Ich habe kein Schild, ne? Runenbogen, cool, brauche ich nicht kaufen. Goldene Rune. Ja, hier außen rum. Trockenleber. Ah, jetzt eine geile Leber beim Griechen essen. Das wäre wieder ein Highlight. Da hätte ich Appetit drauf. Gut. Gibt's nicht. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Was im Brunnen ist, wie dumm, ne? Mal hier irgendwo rein? Oder kommen wir hier irgendwo hin? Da liegt sogar was, guck mal. Sturmfalkenfeder. Wer braucht die nicht? Oh, hier ist nichts weiter, okay. Dann geht's noch höher.
Fieser Typ. Fieser Typ, oder? Muss man einfach mal sagen. Das war nicht nett. Ich hätte von der anderen Seite killen können. Hier gibt es irgendwas eine Statue. Ich glaube, man muss die gar nicht killen, kann das sein? Gar nicht killen, aber ich tue es einfach, weil ich Spaß dran habe. Nein, nicht weil ich Spaß dran habe, aber ich Angst, dass sie mir sonst in den Rücken stechen oder so. Tatsächlich nichts, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt gedacht, dass ich irgendwas finde. Es wird auf jeden Fall irgendwas passieren, wenn man jetzt hier ein wo man hier wieder anfangen kann, dann wird doch irgendwas kommen jetzt hier. Ah, guck mal, hier kann ich meine Wölfe rufen. Das machen wir auch. Alter! Nein, nein! Den kaputt. Okay. Nein, weg hier, weg hier. Oh, den hätte ich auch fast geschafft. Das war ja dumm. Das war ja dumm von mir. Den hätten wir fast geschafft, okay. Die Schläge machen, glaube ich, mehr aus als bei ihm. War fies. Aber wir können unsere Hunde rufen und ja, wir haben ja einiges, was wir machen können, ne? Nur so nebenbei. Okay, lass uns die erstmal killen hier oben. Ich nehme wieder die Hunde mit. Thank you.
Oh nein. So ein Affe. Man muss auch auf den Hintergrund achten, ne? Oder nach hinten achten. Das war auch dumm. Da runterzufallen. Was? Den ganzen Weg wieder hochlaufen? Ach Quatsch. Weil ich zu weit weg von der Marikia-Statue war? Ja, den vorbeilaufen eigentlich? Oder tun wir alle was? Wir tanzen hier mal. Hallo. Ihr seid alle lieb. Oh, ihr seid ganz lieb. Nervige Viecher. So. Fuck, Alter. So, dummer Affe, statt mit Eis mache ich die hier mit den Waffen fertig. Okay. Hier wird auch noch gleich eine Gnade. Das passt natürlich. So. Gucken wir mal hin. Hier ist eine Gnade, da ist eine Gnade. Aber eigentlich sollen wir in die Richtung, gar nicht da hoch.
Lass uns trotzdem mal gucken, ob wir hier oben irgendwas versteckt, der Gute. Weil wenn er hier oben schon irgendwie rumläuft und alles bewacht, dann wird er wahrscheinlich auch irgendwas hier haben, oder? Ja? Gibt's no Geheimgang hier, oder was? Ja, anscheinend nicht. Oder wäre ich in der Grofettenmühle da drüben? Mach die Tür auf! Ist hier ein Geheimgang? Nein. Nein, gibt's nicht. Was ist das hier? Was ist das für ein Nupsi hier? Geh mal zu der Mühle da. Das gibt hier anscheinend auch nichts. Ist ja so ein bisschen langweilig, ne? Hallo meine lieben Mädchen, ich würde gerne mittanzen. Darf ich das? Und zwar habe ich den Eistanz! Yes. Den Eistanz kann nicht jeder, ne? Naja. So. Ist auch nichts. Gut. Aber wir müssen da hin, ne? Oder müssen wir hin? Also hier zeigt er hin, also wir müssen hier hin. Gut. Dann machen wir da mal einen Weg hin. Das wäre die 3. Ups. Runterspringen wollte ich nicht. Obwohl, warte mal, wir können auch einfach zu Ted Nada reisen. Das macht ja mehr Sinn. Aber ich glaube, für heute, für euch reicht es eigentlich. Deswegen machen wir Schluss und reisen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.